Hallo und herzlich willkommen beim ersten Video von Rontex und Borto. Ja, ich habe mir heute einen Hund angeschafft. Angeschafft? Aus dem Zwinger gezerrt hat er mich, wie eine ungekippte Mülltonne, die unter einer Treppe gerutscht ist. Ja, das ist Borto und wie ihr sicher schon mitbekommen habt, kann er sprechen. Ich habe ihn aus dem Tierheim geholt. Komisch, ich fand immer nur komisch, dass sie sich so gefreut haben, als ich den da rausgeholt habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie der sich gefreut hat, als ich ihm sagte, dass er seine Ladeklappe vom Mund wieder einfahren sollte. Ach komm schon, ich wollte einen besonderen Hund. Hatte ich denen da gesagt. Und daraufhin führte mich einer zu dir. Es war schon krass, als ich dich sprechen hörte. Ach komm schon, als hättest du noch nie einen sprechenden Hund gesehen. Ich dachte, du bekommst einen Anfall oder sowas. Naja, wie dem auch sei. Ich werde mal mit was Neuem anfangen. Und wenn es gut ankommt, werde ich da wahrscheinlich auch einmal die Woche ein Video machen. Du und deine Videokacke. Wenigstens bezahlst du mich gut dafür, dass ich das mitmache. Was? Du hast doch gesagt. Hey, vielleicht bekomme ich eine süße Hündin ab, wenn ich bei den komischen YouTube mitmache. Na und? Man will doch auch mal jemanden kennenlernen. Heutzutage ist das voll in, wenn man die Hündin mit YouTube anquatschen kann. Du weißt schon, dass ich kaum bekannt bin, oder? Na dann, streng dich doch mal an. Jetzt hast du ja mich. Das wird dir noch mehr Abos bringen. Abos sind mir eigentlich nicht wichtig. Man sollte Spaß daran haben, was man macht. Ach ja? Stimmt schon irgendwie. Außerdem, wenn ich Abonnenten dazu bekommen sollte, werden das bestimmt zu 70% nur Hündinnen sein. Wie soll das zum Beispiel bei einem Treffen aussehen? Stell dir das mal an der Gamescom vor. Die rufen doch den Tierfänger bei dem ganzen Hündinnenauflauf. Das wäre doch geil. Die ganzen Schneckchen, die wegen einem da sind. Vielleicht sind ja auch ein paar Läufige dabei. Notgeiles Stück, du. Man macht nicht mit Abonnenten rum, das geht nicht. Ich bin immer noch ein Hund. Verfressen und triebgesteuert. Vor allem verfressen. Der hat mir alleine gestern 3 Tüten Chips weggefressen. Was denn? Die waren ganz lecker. Die waren ja auch nicht für dich gedacht. Das ist ungesund, gerade für Hunde. Ungesund? Warum frisst du es dann? Weil ich's essen darf. Frag mal einen Tierarzt, ob ein Hund Menschensachen fressen sollte. Der wird dir eine Standpauke halten. Wie schädlich das wäre. Beim Vorbesitzer habe ich auch alles gegessen. Mein Arzt weiß auch nicht, warum ich das kann. Ich wurde schon getestet. Ich scheine teilweise menschliche Gene zu haben. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sprechen kann. Heißt das nicht, dass mal ein Mensch mit einem Hund... Ich will das gar nicht wissen. Oh, aber wenn es denn okay ist bei dir, dann geht's ja. Aber frag bitte vorher, ob du das essen darfst und schluck das nicht immer weg wie eine Olle auf einer Hamburger Reeperbahn. Ist ja gut, aber kauf dir entsprechend auch ein. Für sowas habe ich dir mal eine Liste gemacht. Hier. Lass mal sehen. Bitte was? 30 Tüten Chips? Ein Kasten Bier? 20 mal Spezialhundefutter? 30 Flaschen Cola? Das ist aber für den ganzen Monat, oder? Was für einen Monat? Das ist für eine Woche, Junge. Bin ich Rockefeller? Wenn du das möchtest, dann geh arbeiten. Weißt du, wie teuer das wird? Also mein Vorbesitzer, der hat das gemacht. Entweder du verarschst mich gerade... Oder ich weiß den Grund, warum dein Vorbesitzer dich abgegeben hat. Okay, okay. Ich hab dich verarscht. Das hat mein Vorbesitzer nicht gemacht. Ich wollte es ja nur mal getestet haben. Von wegen, Hunde sind dumm.
Ach so, falls geile Schnecken von Hünden zuschauen. Hier ist meine Nummer. Hey, warum zensierst du das? Erstens, aus Datenschutzgründen. Zweitens, bezweifle ich, dass eine Hündin mit einem Handy umgehen kann, geschweige mit einem Telefon. Und drittens, wenn ich Let's Plays aufnehme, da wird mich dein komischer Kackklingelton dauernd stören. Hey, so bekloppt ist der gar nicht. Da wird eine Hündin richtig hart gef***. Wir hatten uns doch bei Ausdrücken geeinigt, oder? Ach, darf ich auch nicht sagen? Nein. Okay. Aber Hündinnen können schon mit Handys umgehen. Meine Ex konnte das zum Beispiel. Warum Ex? Hast du sie verlassen oder sie dich? Sie hat mich verlassen. Sie meinte, ich wäre bei den zu hart. Dass ich ihr dabei immer wehgetan habe. Ja, und das soll ich dir jetzt glauben. Soll ich es dir etwa zeigen? Ja oder nein? Nein, ich werde es dann wohl glauben müssen. Na gut, denn nicht. Ich will auch nicht weiter drüber reden. Ich glaube, dass wir eine Kuschelrunde fällig, hm? Ich dachte, du wolltest nicht ge***t werden von mir. Ich meinte kuscheln und nicht f***t. Ist das nicht dasselbe? Nein, es ist nicht. Bleib mal ruhig. Gönn dir einen Tee. Oder einen Snickers. Alter. Okay, bevor das hier ausartet, beende ich diese kleine Videorunde. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen Kann wollt. Kann doch mal die Schnauze sein, ich will chillen. Seid doch mal ruhig! Wenn, ne, könnt ihr mich abonnieren und sonst wie sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.